zum ersten Boss. Ja, der sieht schon mal sehr beeindruckend aus. Und vor dem sollten wir auch aufpassen. Auch wenn er sehr langsam zu sein scheint. Au, er hat einen sehr heftigen Gong. Ja, wir sollten am besten immer hinter ihm stehen. Au. Und hoffen, dass er Pate zerquetscht. Au. Ja, der Boss ist heftig. Und das ist nur der erste Boss. Aua. Lassen wir mal Pate ein bisschen die Arbeit. So. Und jetzt stechen wir wieder zu. Jetzt sollten wir öfter zustechen, weil er sich jetzt nach der Hälfte der Lebenspunkte den Arm ausreißt. Au. Und uns einfach mal wegkatapultiert. Au. Hinter ihm bleiben ist einfach eine gute Idee. Und einfach ihn auf Pate draufhauen lassen. Also ja, alleine kann der Boss ziemlich garstig sein, aber mit Pate ist das eine leichtere Aufgabe. So, wir verbeugen uns mal kurz, weil wir den ersten Boss besiegt haben und einen Haufen Seelen von ihm abgestaubt haben. Jawohl. Und wir haben sogar einen Schlüssel bekommen von ihm. Also erstmal haben wir eine Seele bekommen. Seele des letzten Riesen. Die Seele des überlebenden Riesen, den man unterhalb des Walles der Riesen festgesetzt hatte. Viele Jahre vergingen und der Riese machte sich auf sein Ende gefasst. Doch seine Seele blieb herrlich und kündet von seiner einstigen Kraft. Nutzt diese besondere Seele des letzten Riesen, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Ja, wie in Teil 1 gibt es Bossseelen, nur viel mehr als im ersten Teil. Und so eine haben wir jetzt gerade bekommen. Und wir haben einen Soldatenschlüssel bekommen. Der Schlüssel zur Soldatentür im Wald der gefallenen Riesen. Für den Kampf gegen die Riesen wurde im Wald eine Festung errichtet. Doch nun sind die Soldaten untergegangen und zu Hüllen geworden. Geschwächt sind sie doch nicht ehrlos. Und so verteidigen sie ihr Land nach wie vor hartnäckig. Ja, also wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Und wir haben jetzt zig Türen noch, die wir damit öffnen können. Diese hier nicht. Das ist eine andere Türe, die uns übrigens in dieses Feuergebiet führt, für das wir noch viel, viel, viel zu schwach sind. Ja, dieses Gebiet da. Erstmal führt uns dieser Schlüssel, also er führt uns durch vier Türen eigentlich. Die Tür oben im Kardinalsturm, die wir kaputt schlagen konnten. Diese Tür hier, die wir einfach so öffnen, jetzt öffnen können und uns hier umsehen können. Hier ist nämlich zum Beispiel eine Truhe, die hoffentlich keine Mimik ist. Nein. Ring der Wiederherstellung und drei Fackeln. Was macht denn der Ring der Wiederherstellung? Stellt langsam TP wieder her. Oh, der ist schick. Dies ist ein Schutzring, der innerhalb des Hauses Osteria weitergegeben wurde. Er stellt langsam TP wieder her. Im geheiligten Land Dinden stand dieser Ring für den Wohlstand und Langlebigkeit des großen Hauses Osteria. Der Ring ist jedoch sehr zerbrechlich, als ob er es hassen würde, wie selbstverständlich getragen zu werden.
Ja, er hat im Gegensatz zu den anderen Ringen, die ich trage, nur 70 Haltbarkeit. Aber ich lege ihn trotzdem mal an. Weil im Augenblick haben wir keinen besseren Ring, also benutzen wir diesen Ring. So. Hier ist nichts außer ein großes Tor und ein langer, eine große, breite, leere Fläche. Dort oben ist irgendeine komische Verzierung. Hier steht, bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Also hier kommen wir noch nicht weiter. Das ist nämlich eines der Königstore, für die wir einen besonderen Gegenstand brauchen. So, wir haben fast 8000 Seelen. Mit denen gehen wir jetzt erst einmal zurück nach Majula und geben sie aus. Hat sie uns was zu sagen? Nein, sie wusste nur... Ja, sie hat nichts Neues zu sagen, deswegen reisen wir jetzt nach Majula und stufen uns mal ordentlich auf. So, hallo Majula. Smaragdbotin? Bearer of the seek less. Ja, aufsteigen. Vitalität auf 10. Und die Belastung würde ich gerne mal erhöhen. So. Also diese drei Sachen will ich jetzt erst einmal auf 10 bringen. Dann können wir uns um weitere Sachen kümmern. Also auf jeden Fall brauche ich Zauberei noch 4 Stufen, dass ich wenigstens einen Zauberslot habe. Und dann gucken wir weiter. So. Jetzt sehen unsere Lebenspunkte mal beachtlich aus. Und wir können zurückreisen nach zum Kardinalsturm und uns da jetzt weiter umsehen. Nein, wollen wir nicht. Nochmal zurück nach Majula, ich will euch was zeigen. Wir können ja mal kurz den Speer auf den Rücken nehmen. Und jetzt haben wir nichts in der Hand. Das sieht ulkig aus. So sieht das auch komisch aus. Nehmen wir wieder zweihändig den Speer. So, jetzt in der Villa. Wir haben jetzt den letzten Riesen getötet. Der letzte Riese war nicht nur ein Boss, sondern auch eine besondere Kreatur. Denn wie man sehen kann, ist hier eine Flamme angegangen. Da, wo ich gesagt habe, wo die letzte Festung ist, wo diese Festung ist. Genau hier ist eine Flamme angegangen. Und Kale steht hier. Oh, hallo again. You've made it. The map, I presume. Of course. Take a good look. Oh, und jemand hat meine Nachricht bewertet gerade dabei. Ja, wir haben uns die Karte schon angeguckt und jetzt brennt an der Stelle, wo wir den letzten Riesen besiegt haben, ein Feuerchen. Und so werden weitere Feuer entstehen an weiteren Stellen, wenn wir besondere Bosse töten oder besondere Sachen machen. Was hast du uns doch zu sagen? Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Ja, das sind wir eigentlich. Did you see the flame on the map? It wasn't there when I came here before. I don't know what explains it. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul. Something essential. Yeah. I would not venture far into that hole. It was blocked by a wall, something built long ago. But it was crumbling, and I finished the job. Now a foul sound echoes within. Ja, das war das Skelett, was wir getötet haben. Did you see the flame? It wasn't there when I don't... Ja, okay, jetzt wiederholt es sich. Gut. Also, diese Flamme wollte ich euch zeigen. Die Flammen zeigen uns nämlich so indirekt unseren Spielfortschritt. Also werde ich an bestimmten Punkten wieder nach Majula zurückkehren, dass ich euch zeigen kann, wo wir was erreicht haben.
Vor allem, wenn wir die vier großen Wesenheiten besiegt haben, jedes Mal. Oh, you again? Go on, it's on the cheap for you. Ja, sie macht uns einen guten Preis, sagt sie, aber sie verkauft alles immer noch zum selben teuren Preis. Deswegen wollen wir von dir nichts, sondern gehen einfach weiter. Ich guck mal kurz in meine Belastung. 31,7%. Das ist schon ganz schön viel. Wir sollten eigentlich als Dexchar gucken, dass wir unter 25% bleiben. Denn wenn je höher unsere Belastung ist, desto langsamer sind wir und umso mehr Ausdauer verbrauchen wir, wenn wir etwas tun. Also, die Frau ist jetzt in Mitschulla und wir sind wieder beim Kardinalsturm. Es werden übrigens immer mehr Leute nach Mitschulla ziehen. So, dich ausschalten. Dich ausschalten. Dich da können wir auch ausschalten. So. Jede Seele, die wir kriegen können, mitnehmen. So, dich auch. Und jetzt können wir auch diese Tür hier öffnen. So, was wir auch machen sollten. Denn hier gibt es wieder ein neues Gebiet. So, erstmal töten wir dich hier. Damit du uns nicht so einfach in den Rücken fällst. Aber dadurch, dass wir den getötet haben, haben wir die ganze Kompanie hier alarmiert. Ja, komm her. Ah, ich sollte in die Tür reingehen. Ja, genau, wenn er den da macht, ist es böse. Vor dem sollten wir immer gucken, dass wir wegrollen. So. Der ist Geschichte. Der gibt uns auch einen schönen Batzen an Seelen. Und wir kriegen hier noch mehr schönes Zeug. Schwarze Feuerbomben. Du willst hier Feuerbomben werfen? Gott, bist du mutig. In einem geschlossenen Raum willst alles abfackeln. Naja gut, du bist eine hirnlose Hülle. Dir kann man das nicht so wirklich übel nehmen. So. Dem Schlag können wir einfach so ausweichen. Hier sollten wir jedoch wegrollen, wenn er das macht. Das macht nicht ganz so viel Schaden. Aber es macht Schaden. So. Einen Schluck zu uns nehmen. Fackel aufsammeln. Und jetzt müssen wir noch den Typ da loswerden. So. Gut. Hier ist sonst nichts mehr, außer Fackelständern, die wir nicht anmachen können. So. Hier wollen wir erstmal durch diese Tür. Uns um den nächsten Dicken kümmern. Der einfach mal so die Tür wegschlägt. Wow. Und Pfeile in den Rücken bekommen. Ja, Pfeile in den Rücken ist immer wieder schön. Deswegen benutzen wir einen Lebensstein mal. So, gucken wir uns erst hier unten um. Wow. Ja, ich weiß, du bist super toll mit deinem Dolch. Töten die Leute hier. Und finden hier noch eine Sache versteckt. Ein Bastardschwert. Das ist in Dark Souls 1 meine Lieblingswaffe gewesen, aber in Dark Souls 2 jetzt werden wir sie nicht unbedingt benutzen. Weil ich ja, wie gesagt, habe hier einen Dexchar spiele und das Bastardschwert eher eine Stärkewaffe ist. So. Dich können wir so stechen.